Ei, Gudebi. Ja, da gibt's schon wieder ein neues Videospiel, Mythen. Ja, schon vor einem Monat, das hier. Und da fühlen wir uns wieder wie in 2012, ne? Wenn man regelmäßig Iblali guckt und halt immer mal ein paar neue Alitels, Videospielmythen, hieß es damals auch schon so, ich glaube, ne? 13 verstörende Easter Eggs in Videospielen, gucken wir mal. Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Willkommen zum Videospielmythen, das Halloween-Special. Für mich schon. Für mich schon. Heute geht es wieder um gruselige Easter Eggs in Videospielen, die wir zuvor noch nie behandelt haben. Genau genommen sind es diesmal 13 Fakten, beziehungsweise Easter Eggs. 13, weil, naja, 13 eine Und er lebt trotzdem in einer Dachgeschosswohnung. Alter, diese Schrägen würden mich kirre machen, ehrlich. Er kann hier kaum was richtig, die Pose sind schief, die kommen auf dich zu, aber... Ja, keine Ahnung, das geht mir durch den Kopf dann. Glückszahl ist... Mann, ich dachte halt einfach... Wir haben heute unter anderem viele geheime Tunnel mit erschreckendem Inhalt, verstörende Geräusche, gruselige Theorien... Ahead in time. Und ein riesiger Mythos, was nach vielen Jahren endlich aufgeklärt wurde. Das wird ein ziemlich, ziemlich wilder Ritt. Aber bevor es losgeht, will ich euch etwas zeigen. Hier drin befindet sich mein eigener neuer Schmuck und ich kann euch endlich das Release-Datum verkünden. Der Drop ist am 7.11. Das ist jetzt kommenden Donnerstag. Es wird am Donnerstag... In der Vergangenheit. ...auf dem W-Kanal ein Release-Video. Sein eigener Schmuck... Das ist interessant. ...geben, wo man sieht, wie der Schmuck aussieht, was das für ein Schmuck ist und wie teuer das Ganze ist. Merkt euch dieses Datum, denn es wird wieder eine Limited Edition. Und wenn ihr sagt, boah, ich bin aber ziemlich vergesslich, was, wenn ich es vergesse? Ich glaube, der hat schon mal was Vergleichbares gemacht und die Leute haben es gemacht, also... Gehabt. Kleiner Spaß, macht es einfach so, dass ihr euch in diesem E-Mail-Formular anmeldet und dann bekommt ihr rechtzeitig Bescheid. Das Ganze ist natürlich kostenlos und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Ganze ist mein eigenes Projekt, ich bin super hyped, ich bin super stolz und ich freue mich extrem darauf, euch mit meinem Schmuck zu sehen. Wie gesagt, am Donnerstag kommt auch das Release-Video auf Big raus, deswegen haltet eure Augen offen. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Mythos von 13. Yeah. Kashiria Drifter. Keine Ahnung, ob man das jetzt als Rennspiel bezeichnen kann. Also ist das ein Sagt Autospiel. Mir nichts. Du kannst unter anderem Autos tunen, aber an erster Stelle ist die Driftmechanik. Also du musst viel driften. Aber das Spiel heißt so. Dann habe ich echt noch nie von einem Spiel gehört. Bitte nicht so. No! 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 Immer wenn ich Spiele sehe, die mich an Need for Speed erinnern, habe ich diesen Song im Kopf. Können bestimmt einige zu relaten. Auf jeden Fall existiert im Spiel ein Tunnel, da soll man nicht reinfahren. Man kann es trotzdem tun. Und irgendwann auf der rechten Seite sieht man einen Raum, da kann man so ein bisschen reinlurken. Wirklich? Ist das so im Spiel drin? You die next if your brain burn your BMW. Man entdeckt Blutspritzer oder Schmierblut auf der Wand. Das Ganze ist ein Text. Es ist so, als hätte jemand ein Graffiti geschmiert, jedoch mit Blut. Und da steht, you will be next if you don't turn your back. Und für diejenigen, die kein Englisch können, du bist der Nächste, wenn du nicht den Rücken kehrst. Keiner weiß wirklich, warum das da ist. Wurde da jemand umgebracht? Gibt es überhaupt eine Lore? Oder hat sich der Spielentwickler einfach einen Spaß erlaubt? Ist auf jeden Fall ein wenig merkwürdig, wenn man bedenkt, das ist jetzt kein Horrorgame oder so. Das ist einfach ein Autospiel, wo man driften und tunen kann. Mit anderen Worten, kein Spiel, wo man so etwas erwarten würde. Ich bin mal gespannt, ob man dazu noch mehr herausfindet. SWAT 3. Ja. Es ist ein relativ alter Ego-Shooter. Ich glaube, viele von euch, als das Spiel rauskam, sahen entweder so aus oder so. Ich sah auf jeden Fall so aus. Und in einer bestimmten... Okay. Gucken wir mal, wie ich damals aussah. SWAT 3 erschien, hier ist Wikipedia, tatsächlich, ihr könnt es nicht ganz sehen, oha, Markusception. 6. Dezember 1999. Ich suche mal was raus. Ich habe ziemlich viel dokumentiert und Fotoalben digitalisiert. Ich bin aber nicht ganz im Dezember 99 gelandet, sondern ihr seht es am unteren Rand. Der 27.11.1999. Da bin ich. Ich war voll am Zocken, Sega Mega Drive. Ne? Weiß nicht, ob irgendein Sonic oder Road Rash oder Maui Mallard vielleicht. Und man hat mir sogar aus Spaß mit meinem Kumpel, er ist eigentlich mein Cousin, ne? Ich habe mir zensiert, deswegen kann ich auch sagen. Weiß nicht, was mit dem Helm auf sich hatte. Mein Onkel war zwar bei Bundeswehr, aber der ist nicht davon, der Helm. Ne, gibt's auf jeden Fall auch nicht mehr. Ja, wir waren so vertieft, es war mir egal, dass von mir Fotos gemacht wurden. Mit einem alten Helm auf und so sah ich aus, als SWAT 3 erschien, ne? Just saying. Level existiert eine geheime Tür in der Wand hinter einer Treppe. Also es gibt nichts, das suggeriert, dass da irgendwie Bandicam. Ein geheimer Durchgang ist. Es sieht einfach nur aus wie eine normale Wand. Wenn man jedoch fündig wird und hindurchgeht, wird man immer wieder mit Schildern konfrontiert, die euch davor warnen, weiterzugehen. Auf dem ersten Schild steht, sicher, dass du hier runter möchtest. Auf dem zweiten dann, das wäre möglicherweise nicht gut für dich. Je tiefer man reingeht, desto mehr Schilder kommen und desto gruseliger wird die Soundkulisse. Okay, was passiert? Ich würde auch weitergehen. Man spürt einfach, dass es keine gute Idee ist, weiterzugehen. Doch. Und es ist auch wirklich keine gute Idee. Denn sobald man das Ende erreicht, passiert Folgendes.
das denn? Wie dumm? Spinne .png greift euch an. Und es sieht einfach aus wie so ein Garry's Mod Nextbot. Aber okay, das Spiel ist auch ziemlich alt. Ich glaube, ich habe mich trotzdem erschrocken. Ist ein wildes Easter Egg. GTA 5. GTA 5 ist ein Videospiel, wo es... Das war doch am Ende eher, ja, witzig, ne, statt gruselig. Naja. Unter anderem da unbekanntes Indie-Game einfach. Auf jeden Fall birgt GTA 5 super viele Mythen, die ich damals schon behandelt habe. Es gab beispielsweise diese Geist-Lady, es gab dieses UFO, also wirklich dieses Spiel strotzt nur so von Easter Eggs. Doch neulich wurde ich tatsächlich mit etwas konfrontiert, das habe ich zuvor noch nie gesehen und es ist schon ziemlich komisch. Genau an diesem Ort befindet sich ein ziemlich normal aussehendes Haus. Doch ist dieses Haus denn normal? Aber ist es wirklich alles nur Einbildung? Ich komme einfach mal direkt zum Punkt. Sobald ihr gegen die Fenster schießt, fangen die Fenster an zu bluten. Und versteht das nicht falsch, es ist nicht so, dass jemand hinter dem Fenster bluten würde, so nach dem Motto, man schießt durch das Fenster und trifft eine Person. Nein, die Fenster selbst bluten, so als wäre das Haus ein organisches Lebewesen. Warum? Das ist so komisch. Also ich meine, das wurde ja auch nie rausgepatcht oder so. Und nun wird das besonders wild. Nachdem man das getan hat, passiert Folgendes. Ich hatte kurz überlegt, ob es vielleicht irgendwie ein Bug sein könnte, dass man halt die falsche Textur hat oder so. Aber wenn es noch so einen Effekt hat, dann ist es absichtlich, weil das Haus ist verflucht. Okay. Poltergeister. Kleiner Spaß, das mit den fliegenden Objekten ist natürlich nur eine Mod. Doch das mit den blutenden Fenstern ist wirklich im Spiel drin. Und niemand hat eine Erklärung dafür. Ja, dann ist doch wieder möglich, dass es einfach nur ein Fehler war. Soma. Soma ist Survival-Horror-Spiel aus dem Jahre 2015. Ich müsste mal den Vergleich ziehen, wie das, sonst aussieht, wenn er auf ein Fenster schießt. Kommt dann trotzdem irgendwie so ein paar Splitter raus, nur nicht in Rot oder... Also quasi das beste Jahr in meinem Leben. Klar, manche Leute werden jetzt sagen, ein gruseliger Fakt über ein Gruselspiel. Doch es gibt eine Sache, die ich tatsächlich ziemlich krass finde. Und zwar hat man immer mal wieder Hallos, also in-game. Und in einem hat man so eine Art Flashback. Da befindet man sich in Sicherheit zusammen mit einer Frau namens Ashley. Doch das Problem ist, man sieht Ashley nicht. Also man kann ihr Gesicht nicht erkennen. Irgendwann endet die Halluzination und es ist eigentlich relativ underwhelming. Wenn man jedoch eine gehackte Kamera nutzt, um sich in diesem Raum frei zu bewegen, um beispielsweise Ashleys Gesicht zu sehen, dann findet man das hier vor. Dieses... Wirklich? Wie cool ist das denn? Wegen, um beispielsweise Ashleys Gesicht zu sehen, dann findet man... Das... Da hat man es auch bedacht? Oder vielleicht war geplant, dass man die irgendwie anderweitig mal sehen kann. Hier vor. Dieses ganze Gesicht besteht nur aus Maden. Es sieht super widerlich aus. Und ich finde das insane, dass du das so in normalen Spielen nicht sehen würdest. Über die Spieledaten hat man übrigens herausgefunden, dass diese ganze Szene abgeändert wurde. Und in der ursprünglichen Version hat man das Gesicht noch gesehen. Warum haben die Spieleentwickler das rausgenommen? Keine Ahnung, vielleicht weil es so eklig ist, aber ich finde das hat gepasst. Ich meine, es ist immer noch ein Horror-Game. Mit der gehackten Kamera kann man es auf jeden Fall sehen. Ein Hoch auf gehackte Kameras. Mit der kann ich auch endlich sehen, wie German Let's Play aussieht. Let's go. Oh nein, ich wusste es. Cuphead. Ich glaube, das Spiel muss ich euch nicht erklären. Es ist cool. Naja, war zu creepy, war zu eklig, aber haben sie es drin gelassen. Nice. Ja, die meisten von euch kennen das. Geiler Artstyle, by the way. Seit Jahren zirkuliert im Internet eine Audiodatei mit dem Titel MUS-Intro-Don't-Deal-With-The-Devil-Vocal-666. Einige wissen es vielleicht, Don't Deal With The Devil ist der Titel des Intro-Songs von Cuphead. Ich glaube, das Spiel hatte lange Zeit auch einen Untertitel an sich. Also das Spiel hieß nicht nur Cuphead, so wie Fall Guys hieß ja Fall Guys Ultimate Knockout. Und Cuphead hieß früher Cuphead Don't Deal With The Devil. Ich glaube, das war der ist immer noch der gesamte Titel. Man nennt es nur nicht so, weil es ein zu langer Titel wäre. Doch diese Audiodatei klingt ein bisschen anders als der normale Titelsong. Es ist wie eine verfluchte Version des Titelsongs. Es ist langsamer, es wird rückwärts abgespielt. Man hört im Hintergrund Gelächter. Und jetzt kommt das absolut Wildeste. Sobald man die Audiodatei im Spektrogramm öffnet, dann sieht man einfach visuell Phasen des Final Bosses. Ganz offensichtlich stimmt etwas mit diesem Pfeil nicht. Und es gibt super viele Theorien dazu, beziehungsweise es gab viele Theorien. Moment, wo kommt das Pfeil her? Einfach von irgendwem? Theorien dazu. Theorie Nummer 1, es ist eine Pirateriemaßnahme. Also mit anderen Worten, wenn ihr das Spiel illegal habt und das Game merkt es, dann ist das die Version des Titelsongs, die ihr im Titelbildschirm hört. Aber es stimmt nicht. Das Ganze wurde von einem Spieleentwickler debunked, also Cuphead hat keine Pirateriemaßnahmen. Theorie Nummer 2, es ist die Version des Intro-Songs, die nach dem Bad Ending gespielt wird. Hört mal rein. Aber das ist sie nicht. Es klingt anders. Also klar, es wird auch rückwärts abgespielt. Jedoch fehlt unter anderem das Gelächter. Es ist nicht wirklich langsamer. Also es fehlt einfach der Grusel, wenn ihr versteht. Ich weiß ja nicht, wo die es her haben. Es klingt ja fast so, als hätte sich irgendeiner ausgedacht. Sollte es irgendwoher original sein.
dann ist es vielleicht einfach die Beta-Variante von diesem was Bad Ending und dann wieder Titelscreen-Musik. Versteht, was ich meine. Nun könnte man davon ausgehen, okay, das ist wahrscheinlich irgendein Audio-File, das hat irgendjemand erfunden, das war nie im Original-Game drin, ne? Aber falsch. Es ist im Spiel. Erst letztes Jahr hat eine Person endlich herausgefunden, wie man darauf zugreifen kann und das ist so eine Sache, keine Ahnung, wie man drauf kommt. Tatsächlich muss man erst das Bad Ending triggern, also das ist schon mal richtig. Danach im Title-Menü muss man eine bestimmte Tastenkombination drücken und zwar den sogenannten Konami-Code. Und erst dann hört man dieses, in Anführungsstrichen, verfluchte Audio-File. So wie ich verstanden habe, hat man einfach 6 Jahre gebraucht, um dieses Mysterium zu lösen und... Ja, habt ihr auch bestimmt mitbekommen, die Headlines, neuer Cheat in Donkey Kong Country 2 entdeckt. Tatsächlich eine neue Tastenkombination, endlich herausgefunden nach 30 Jahren, eine DKC2, dass man auch Level, die man noch nicht beendet hat, verlassen kann. Über Start, Select. Das wusste bisher noch niemand angeblich. Und da würde ich auch tippen, vielleicht haben die das geändert. Vielleicht fanden die das trotz des Bad Endings dann irgendwie zu gruselig, haben es dann aber trotzdem noch irgendwie versteckt. Das könnte ich mir vorstellen. Was glaubt ihr? Jetzt ist es einfach gelöst. Es ist absolut insane. Nun kommt Splatoon. Auch diese Spiele haben so viele Mythen und Easter Eggs, zum Beispiel diese gruseligen Geräusche. Haben wir in einem alten Iblale-Video behandelt. Der heutige Mythos spielt auf der Map Flounder Heights. Da gibt es ja diese Out-of-Bounds-Apartments. Die sehen auch eigentlich relativ normal aus, doch bei einem Fenster, wenn man mit dem Scope ranzoomt, entdeckt man ein ziemlich verstörendes Gesicht. Meiner Meinung nach sieht das einfach aus wie so ein Killer-Teddy. Doch nee, was hat man da gesehen? Ich habe es nicht deuten können. 3 Blasen. Ziemlich verstörendes Gesicht. Ach so, jetzt erkenne ich's. Das da wären Auge, Mund, Nase. Du, das ist dann einfach so ein typisches Nintendo-Alien. Haben die in der hintersten Ecke versteckt, damit du es irgendwann dir denkst, lol, ich kann ein YouTube-Video machen. Ziemlich verstörendes Gesicht. Meiner Meinung nach sieht das einfach aus wie so ein Killer-Teddy. Doch das Krasse ist, es wurde einfach debunked. Also, man sieht es, aber es existiert nicht. Ihr bildet euch das alles nur ein, Freunde. Nee, ohne Spaß, das Ganze ist wirklich nur eine Reflexion, denn wenn man die Perspektive ein kleines bisschen ändert, dann sieht man das Gesicht auch nicht mehr. Ein gruseliges Gesicht erkennt man nur genau aus dieser Perspektive. Doch jetzt, passt auf, wir switchen von dem Spielsplatz. Ja, aber vielleicht ist es ja Absicht, so wie in Donkey Kong Country Returns, diese, ne, wenn du genau richtig stehst, dann formen die sich im Hintergrund zu einem Dings, könnte trotzdem immer noch gewollt sein. Splatoon 1 zu Splatoon 3, da gibt es nämlich auch diese Map. Und nun schaut, was man bei Splatoon 3 in einem anderen Fenster sieht. Das ist Absicht, das ist wie ein Mario 3D-Land am Ende im Geisterhaus. Das ist keine Spiegelung mehr. Das ist eine Geisterfratze. Man kann das sogar als Textur in den Spieledaten finden. Also es wurde von den Spieleentwicklern bewusst da eingebaut. Ja, ich persönlich glaube, dass die Spieleentwickler von dem Mythos mitbekommen haben, von Splatoon 1, und einfach nicht anders... Da müsste ich wissen, wie schwierig es ist, das Gesicht in Splatoon 1 zu sehen. Also vielleicht war es da schon Absicht, dass du den richtigen Winkel, dass du als Geistergesicht verstehen kannst. Und dann mussten es Teil 3 dann offensichtlicher machen. Konnten, als das Ganze real zu machen in Splatoon 3. Und das zeigt einfach die Leidenschaft der Spieleentwickler für die Splatoon-Serie. Ich finde das extrem geil. Infra. Viele werden das nicht kennen, deswegen kurze Erklärung, was man in diesem Spiel machen muss. Es ist so ein First-Person-Adventure-Game, wo ihr einen Statiker spielt, der verschiedene Dinge inspizieren und reparieren muss. Und auch in diesem Spiel befindet sich ein... Das klingt so langweilig. Oh mein Gott, ich will spielen. Ziemlich gruseliges Easter Egg. Passt auf. Mit Hilfe einer Batterie habt ihr die Möglichkeit, dieses Keypad hier hochzufahren und zu bedienen. Nun müsst ihr einen bestimmten Code eingeben und dadurch gelangt ihr in einen... Es ist ein sehr langer Gang, wo man immer weiter ins Dunkle läuft. Ich hasse so etwas in Videospielen so sehr, so etwas macht mir so Angst. Und während man immer und immer und immer weiterläuft, passiert irgendwann das hier. Erschreckt sich. Komm nicht mehr mit Geräusch. Wer auch immer dieses Spiel entwickelt hat, ich scheiß dir in den Briefkasten. Nun kommt Ahead in Time schon wieder. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass Headkit in ihrer Box ein Messer versteckt. Und heute geht es einfach nur um ihr Raumschiff. Das ist quasi die Main Hub, von wo aus man die ganzen Welten betritt. Ich habe ein wunderschönes, abgebrochenes Let's Play dazu gemacht. Treten kann. Wartet man ungefähr eine halbe Stunde, also in der ganzen Zeit tut man einfach gar nichts. Passiert plötzlich das hier. Moin, meine aktiven Freunde. Es tut mir leid, das war so eine gute Vorlage. Man hört plötzlich das hier. It's Splatoon all over again. Es sind super gruselige Geräusche und niemand kann sich wirklich erklären, was das sein soll. Stellt euch mal vor, ihr seid ganz allein in einem Raumschiff und hört auf einmal das. Einige Leute behaupten, das ist einfach gar nichts.
Natürliche Raumgeräusche, da knarrt und quietscht eine Metalltür. Bro, als ob das natürliche Geräusche sind. Komisch, was ist das denn? Ach, ich glaube, da knarrt einfach eine Tür. Stardew Valley. Weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Vielleicht. Wahrscheinlich. Aber es ist wirklich so, ne? Gerade nachts oder wenn man ganz alleine zu Hause ist, dann hört man die unmöglichsten Geräusche auf einmal. Das ist manchmal unerklärlich. Ist ein freundliches Simulationsspiel, könnte man sagen, was eigentlich gar nicht dafür bekannt ist, gruselig zu sein. Und ich weiß, wenn ich über gruselige Sachen in solchen Spielen rede, dann haben manche Leute diesen Vibe. Doch der heutige Fakt ist schon ziemlich wild, wie ich finde. Bei einer Wahrscheinlichkeit von unter 1%. Und das ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Kann es passieren, dass diese seltsame Kapsel spawnt? Wenn man sich das Ganze etwas genauer anguckt, dann sieht das aus, als würde sich darin etwas befinden, etwas Atmendes, also etwas Leben. Vic. Kennst doch Earthbound, das ist Geiges. Eben das vielleicht ein Alien? Im Grunde erfährt man da auch nicht mehr drüber. Aber jetzt kommt das Krasse. Nach ein paar Ingame-Tagen sieht die Kapsel ein wenig anders aus. Das Glas ist zerstört und es sieht so aus, als wäre das Wesen darin verschwunden. Geil. Oh shit. Und es wird noch gruseliger. Nach all dem kann etwas passieren und die Wahrscheinlichkeit ist wieder einmal extrem gering. Eine Begegnung. Schaut's euch an. Dieses Wesen. Das ist doch cool. Also Stardew Valley, muss ich sagen. Mein Respekt. Wesen läuft ab jetzt frei herum und ihr könnt nichts dagegen unternehmen. Ich find's auch. Ja, unter 1%. Das heißt aber auch jedem 100. Spieler muss es schon mal passiert sein. Könnt ihr das bezeugen? Oh, krass, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist. Stell dir mal vor, dir passiert das und niemand glaubt dir. Die denken, du hast dein Spiel gemoddet. Ghost Recon Wildlands. In diesem Ego-Shooter existiert ein Sumpfgebiet und in diesem habt ihr die Möglichkeit, ein kleines Kind anzutreffen. Wenn ihr euch mit einer Drohne nähert, dann passiert nichts. Also, das Kind bleibt einfach stehen und ihr könnt euch das genauer angucken. Doch sobald ihr euch als Spieler nähert, läuft das Kind weg und löst sich auf. Es ist ganz offensichtlich ein Geist, doch was hat es mit diesem Geist auf sich? Tatsächlich existiert im Spiel ein Dokument, was diesen Mythos mehr oder weniger erklärt. Vor einer langen Zeit gab es eine arme einheimische Frau, die hat ihre Klamotten in einem kleinen Sumpf gewaschen und eines Tages wollte ihr Kind ihr dabei helfen, betrat den Sumpf und verschwand. Die Mutter war verzweifelt, sie bat andere Bewohner um Hilfe, doch niemand konnte dieses Kind ausfindig machen. Es war weg. Kurz danach wurde dieser Sumpf zu einem schönen und sauberen See mit vielen Fischen. So als hätte das Kind ein Opfer gebracht für die Natur. Da stand ja auch, turned into a sea. Und wäre quasi eins mit dem Sumpf geworden. Dieser ganze Mythos beruht übrigens auf einer Sage, die es auch in der echten Welt gibt, mit einer super ähnlichen Story. Und dieses Geisterkind im Spiel für sich ist jetzt natürlich nicht super groß. Ja, aber guck mal. Hier ist, sind wir doch in einer Art Sumpf. Ist da dann, wenn man hingeht, in Wirklichkeit dann ein See? Gruselig, aber mit dem Kontext ist das schon sehr bittersweet. Metro Exodus. Dieser Ego-Shooter spielt in einer postapokalyptischen Welt und es gibt einen ziemlich wilden Easter Egg. Hier sieht man einige Objekte am Wasser, es gibt eine kaputte Couch, es gibt einen kaputten Fernseher und chillig, eine Shisha. Man hat sogar die Möglichkeit, diese Shisha zu rauchen. Übrigens, extrem geile Idee in einer verstrahlten Welt. Und sobald man das tut, passiert Folgendes. Bro, ich würde zu gerne erfahren, was in dieser Shisha drin ist. Und wenn man das ein zweites Mal macht, passiert das. Moin, meine aktiven Freunde. Viscera, Viscabasa. Wenn es zu einer Alien-Invasion kommt oder zu einer Zombie-Apokalypse oder zu einem irgendeinem anderen Desaster, habt ihr euch mal gefragt, naja, wer das Ganze aufräumt? Der Bruder. Es ist quasi ein Aufräumsimulator. Mit einem verstörenden Easter Egg. In einer bestimmten Hütte habt ihr eine Möglichkeit, diese Rehkopf-Trophäe zu säubern. Und solltet ihr das richtig lange machen, passiert irgendwann das hier. Ich habe das Spiel damals gespielt und wenn mir das zufällig passiert wäre, Bro, ich hätte mich unironisch eingeschissen. Und diese Scheiße käme dann in den Briefkasten von den Inframachern. Zu guter Letzt, Don't Touch Anything 3D. Das ist ein Puzzle-Game, wo du so auf verschiedene Knöpfe drücken musst, aber mit Köpfchen sozusagen. Also du sollst nicht einfach irgendwo raufdrücken. Ich habe lange überlegt, soll ich es ansprechen oder nicht? War das jetzt eine Mirko-Anspielung? Ich höre nochmal rein. Dann in den Briefkasten von den Inframachern. Zu guter Letzt, ich hätte mich unironisch eingeschissen. Und diese Scheiße käme dann in den Briefkasten von den Inframachern. Zu gut. Mirko-LP-Anspielung, Man of Culture. Zu guter Letzt, Don't Touch Anything 3D. Das ist ein Puzzle-Game, wo du so auf verschiedene Knöpfe drücken musst, aber mit Köpfchen sozusagen. Also du sollst nicht einfach irgendwo rauf drücken. Was macht das? Dieses Spiel hat super viele verschiedene Endings und ein Ending, das ist relativ unbekannt. Aber auch meiner Meinung nach das Verstörendste. Kennen einfach viele nicht, deswegen zeige ich es euch. In einem muss man einen... Ich kenne irgendwie das Spiel nicht, deswegen
würde ich erstmal gerne mehr vom Spiel erfahren. Das klingt ein bisschen Richtung Stanley Parable. Hammer finden und diesen Hammer nutzt man, um die Uhr kaputt zu schlagen. Nachdem man die Uhr kaputt geschlagen hat, stellt man alle Zeiger manuell auf 6. Also 666. The number of the beast. Nun sind alle Voraussetzungen erfüllt und es passiert Folgendes. Bruder. Schön. Keiner weiß wirklich, wer dieses Wesen sein soll, das hinter euch erscheint, aber ich habe eine Theorie. Und zwar glaube ich nämlich, dass dieses Wesen ein böses Wesen ist. Wesen. Was meint ihr? Glaubt ihr das auch? Ja, das waren alle. Welcher Mythos oder Easter Egg hat euch persönlich am besten gefallen? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Und wie gesagt, am 7.11. unbedingt auf dem Wick-Kanal vorbeigucken. Da wird mal neuer Schmuck gezeigt und released. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Iblali-Video oder auf dem Wick-Kanal. Bye! Ja, müssen wir nochmal rausfinden. Was fand ich am coolsten jetzt von diesen 13 Sachen? Das war okay. Cuphead vielleicht. Für eine Welten betreten kann. Head in Time war gar nicht so krass. Nee, am coolsten finde ich das Stardew Valley. Weil das auch so Mewtwo-ähnlich und so und das war und mein Favorit in der Situation. Ja, Daumen nach hoch. Wie Dönerbuden Ali einst sagte. Und ja, mal sehen, wann wir das nächste Mal auf Iblali reagieren. Ich danke euch fürs Zugeschaut haben und gebt ihr vielleicht auch einen Daumen nach hoch und schaut bei Iblali vorbei. Bis zum nächsten Mal. Gute!